Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Breslau, also Wroclaw, die jetzt in der Version 3 erschienen ist. Und genau, da gibt es ein bisschen neue Linien. Ganz früh sind wir ja schon mal gefahren. Und wir fahren jetzt heute Neoplan N4016. Da wurde nämlich auch ein Repaint dafür mitgeliefert und ich habe gedacht, der passt aus mehreren Gründen eigentlich ganz gut auf die Karte. Ist halt zum einen eigentlich ein echt schicker Bus. Finde ich vom Sound her mega. Also gerade die ZF-Variante hier, die ja standardmäßig da ist und ja, passt auch so bis auf die polnische Karte, würde ich sagen. Bedeutet, wir steigen gleich mal ein, schauen uns aber erstmal, weil ich es eigentlich ganz geil finde, schauen wir uns erstmal ganz kurz hier den Bahnhof an. Also das hier ist der Dvořák, also der Bahnhof, Busbahnhof, Bahnhof, Bahnhof generell eigentlich primär erstmal. Genau, also Bahnhof da. Ja, also ist auch schon in der alten Version so gewesen, finde ich eigentlich echt ganz cool. Da seht ihr auch schon die Hilfspfeile, das sind wirklich die Hilfspfeile da oben, die ihr da seht. Da fahren dann auch Züge lang und genau da ist dann eben hier unser Busbahnhof. Finde ich, wie gesagt, echt eine schnieke Karte und können wir das auch mal machen. Die Frage ist natürlich jetzt, wir sind die 325, wo ist unser Einstieg? Da vorne, okay, hat sich die Frage also dann doch einmal erledigt. Ja, dann machen wir mal hier, machen wir da, machen wir hier mal an. Fahrgastraum. Ja, komm, bisschen mitleidiges Licht da hinten. Ja, brauchen wir noch einmal hier die 325 mit der 1. Ne, im Dvořák sind wir gerade. Wir fahren, genau, ist hier andere Richtung. Gibt, wie gesagt, einen Teillinienweg, der jetzt schon bekannt ist und gleich, also was heißt gleich, wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn wir dann jetzt Überland kommen, da ist dann auf jeden Fall ganz viel neu. Fahrzeit ungefähr eine halbe Stunde, heißt, sollte eigentlich möglich liegen. Genau, das ist der, ich finde, echt geile ZF-Sound von dem Bus. Hallo OMSI. Ja, genau. Hier ist ein bisschen performant. Das wird sich später liegen, weil hier ist nämlich sehr, sehr viel auf sehr wenig Raum. Aber genau, das wird sich, denke ich, mit der Zeit liegen. Ihr wollt einsteigen. Ihr seht auf jeden Fall stark danach aus. Ich hoffe, dass es mit dem... Ich habe das Ticketpack also nicht getestet. Es sieht aber eigentlich anständig aus. Für 1,20 wollen wir was haben. Kurzstrecke heißt sogar wie Kurzstrecke. Können wir sogar vielleicht 30 und 50 raus... Boah. Also das mit der Währung, dass das übereinstimmt, finde ich eigentlich cool. Heißt, wir können uns ein bisschen Geldrückgabe, Stress in dem Sinne sparen. Genau, also das mit diesem Nachladen, das wird nachlassen, wenn da ein bisschen außerhalb sind. Weil hier ist nämlich sehr viel auch texturtechnisch. Also schauen wir ganz kurz mal in den Speicher. Gut, das geht das eigentlich. Je nachdem, was er gerade auch geladen hat. Auf jeden Fall ist hier sonst eigentlich recht viel mit Texturspeicher. Und da ist OMSI immer ein bisschen sehr gerne, ne? Und by the way, das ist auch die erste Aufnahme jetzt mit meinem neuen Rechner. Das heißt, das könnte, ist sowieso alles witzig, schwierig, alles von der Ausprobierphase, ja, müssen wir mal schauen. Also Ansagen müsste ich auch mal probieren, ob wir die haben. Jetzt fahren wir erstmal langsam vom Hof. Die ich eigentlich echt, also ich finde das echt schick. Also ich kenne so die ein oder andere Stelle noch von der alten Version. Also von der ersten Version, die wir mal gefahren sind. Interessanterweise bin ich ja auf die Karte gestoßen, dadurch, dass ich einen Kommentar unter einem ganz alten Breslau-Video bekommen habe. Also ich muss dazu sagen, ich komme in letzter Zeit so echt nicht viel. Das heißt, ich bin eigentlich froh, dass es überhaupt irgendwelche OMSI-Folgen oder generell irgendwelche Videos auf meinem Kanal gibt. Das ist jetzt recht spontan hier entstanden. Genauso wie das Busbetriebssimulator-Viech-Dings-Video. Genau, das heißt, dass ich überhaupt irgendwas sehe, ist schon mal nicht verkehrt. Und da habe ich eben unter einem Breslau-Video gerade von ganz früher mal einen Kommentar bekommen. Ja, ne, irgendwie Folge 56 oder sowas. Ich weiß, kann auch Mist sein, aber auf jeden Fall sind wir mit diesem, was sind wir da gefahren? Mit diesem Carosa Irisbus Schaltwagen-Ding. Ach, das war noch Zeiten damals. Genauso, das mit dem Bahnhof, hier, da erinnere ich mich echt noch dran. Und die fand ich auch damals echt schon ganz cool gemacht, die Karte. Also so ein bisschen unterschätzt und jetzt kamen sie halt hier neu raus. Gut, KI-Probleme haben wir, wie es aussieht. Aber es kam eben die neue Version raus und ich hatte auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, will ich nicht vergessen. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, ich wollte gerade sagen, lauschen. Ob wir irgendwelche Ansagenklänge bekommen. Ah, da hören wir auch schon hier einen vorbeifahrenden Zug.
Zug fahren, wie ja alle wissen. TSCUHK fahren, das ist wichtig und vor allem auch eindeutig. Oh, das ist so warm. Weißt du, jetzt sitze ich hier und das ist einfach, boah. Oioioi. Aber irgendwie klappt das schon. Ach ja, diese ganze Umstellung. Vor allem diese Ampel, die könnte sich auch mal eine Umstellung leisten, ne? Verstehst du? Das war jetzt so ein kleiner Seitenhieb, weil die Ampel ja nicht grün wird. Das war jetzt witzig. Also, das wäre so eine Stelle im Video, wo es eigentlich meistens angebracht ist zu lachen. Versteht ihr? Lachen kennt ihr bestimmt noch von irgendwoher mal. Aber das ist aber so eine Stelle, die ich finde prädestiniert dafür ist, dass man da lacht. Ne? Also könnt ihr auch mal ausprobieren, ob es vielleicht was für euch ist, lachen. Ist jetzt nicht ganz so alltäglich, aber kann man durchaus mal ausprobieren. Jodele. Ach, können wir noch Stationsansagen. Guten Tag. Das ist eigentlich ganz cool. Also das Ganze bildet halt auch die reale, also Breslau Real ab. Ich darf jetzt gar nicht... Darf ich das eigentlich rüber? Wenn frei ist, also... Warum soll ich nicht rüber können, wenn frei ist? Ich meine, das verbietet mir das ja echt tatsächlich offiziell, aber... Jolo. Ach ja, so ist es. Genau, die sind eigentlich nicht schwarz, wenn man da mal ranzoomt. Das ist dieses Omsi-Dings da. Ich zoome mal ran und das wird wieder, also sie haben schon Repaints. Das ist wirklich dieses Omsi-Grafikkartenphänomen. Ja, vor allem, dass mit der neuen Grafikkarte klarkommt. Alles Mögliche, das ist jetzt halt, alles so ein bisschen in der... Ja, gleicht sich im allen Anphase. Zusätzlich zur Wärme. Macht Spaß. Ach ja, schön. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt allzu viel dazu sagen soll, weil mich da teilweise auch mehrere Leute drauf angesprochen haben. Weil halt auffällt, dass gerade aktuell nicht alles so aktuell ist. Ich habe das tatsächlich die Skylines mal kurz am Ende immer erwähnt, wenn eh schon keiner mehr zuhört. Aber ich glaube, es interessiert auch einfach keinen, dass gerade ein bisschen schwierig ist. Also außerhalb auch von Klausurphase und so ist gerade einfach ein bisschen schwierig, deswegen... Ja, ich will hier technisch... ich bin froh, dass überhaupt irgendwas kommt. Seid ihr das auch? Wenn ihr nicht froh drum seid, dann tut's mir echt leid, dann kann ich nichts für euch tun. Also dann ist vorbei, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, dann könnt ihr glücklich werden, draußen in die Sonne gehen, wenn es eh schon 35 Grad hat, dort glücklich werden. Aber dann ist mein... Dann ist das, was ich in meinem Bereich habe, was ich tun kann, ist dann einfach vorbei und dann... Also wenn er damit nicht klarkommt, dann, ne? Also müssen wir schauen, dass wir die Spur halbwegs halten, gell? Das ist vielleicht ein bisschen gemein oder so, aber ich glaube, es ist nicht gemein. Das ist jetzt einfach einmal nochmal so. Jetzt wechseln wir mal darüber. Also KI-Verkehr ist hier echt ganz gut in der Innenstadt. Finde ich aber eigentlich ganz geil, weil... Ja, ist KI-Verkehr. Gibt es ja auch in Realife, genau. Und die Texturen sind teilweise recht groß. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber gut. Vor allem ist auch ein HP-Building. Gut, sind auch diese Stettiner Dinger da verwendet worden, die ja aus Stettin, glaube ich, in dem Senior Objects Pack oder was auch immer da ist mitgeliefert worden sind. Die Ampeln, Kreuzungen, Dings da. Also Kreuzungen sind ja teilweise auch anders, aber halt diese Verkehrsschilder und sowas sind ja vermutlich mal aus Stettin entnommen. Was ich hier nämlich verübeln kann, weil ist ja soweit auch alles real, gell? Hirsch, was hat denn der Laden damit zu tun? Nein, real hat nichts damit zu tun. Da kann man einkaufen gehen. Ja, ja, so ist das. Fahren wir da mal gemütlich ran. Also ich glaube, hier hat sich jetzt nicht allzu viel getan im inneren Innenstadtbereich. Also bis darauf abgesehen, dass hier irgendwie Splines komisch verlegt worden sind. Aber eigentlich, die Karte sieht ja ganz cool aus. Das finde ich ein bisschen schade, dass das hier jetzt so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ein bisschen ungünstig. Mach mal, was du willst, Omi. Ich kann ja gerade eine Speise stehen. Ich muss gucken, dass ich hier immer schon weiterkomme. Ansonsten, also bis auf diese paar Unschönheiten, ist ja echt sauber gearbeitet worden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da selber ein bisschen was kaputt gemacht habe, weil ich immer so ein Überschreibschisser bin. Also ich finde, überschreiben lassen bei Omsi, da habe ich ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen mache ich das nicht mehr. Außer Maps-Ordner oder sowas, aber Scenery Objects, da kann man sehr viel kaputt machen. Ja, ne, deswegen kann auch daher kommen, aber ist trotzdem echt schick gemacht, so von der Gestaltung, wenn man hier mal schaut. Hier ist es auch nicht wirklich so ein Fehler drin, also das hat durchaus was. Ich finde das echt nicht, ich finde das schick, mir gefällt das.
Der Josh findet das super. Und der Josh tut gerade ganz schön was Kopfsteinpflaster. Und ich merke es auch sofort, du kommst in die Nebenstraße. Und es ist nichts los. Es ist nichts los hier. Ja gut, finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Heißt, wir können ein bisschen fahren. Was in einem Fahrsimulator wie Omsi durchaus seine Berechtigung hat, würde ich mal anklingen lassen. In dem Sinne, ne? Also wir fahren, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, die 325 steht in der Readme, das ist eine, im Prinzip eine Verstärkerlinie, die fährt recht selten. Allerdings ist die längste Linie hier, also die längste Taglinie hier auf der Karte und da kommt man ein bisschen nach außerhalb der Stadt, eben in diese neuen Bereiche rein und das hat mich dazu bewogen, das so zu machen, wie ich das hier, wie es hier ist, ne? Das war so meine Grundidee dahinter. Meine Grundidee hierhinter ist dabei, jetzt die Leute mitzunehmen, ohne großartigen Trouble zu verursachen. Macht ihr das mit? Schönen guten Tag. Nee, macht er nicht. Ja, tut mir auch leid. Also dann kann ich ja nichts mehr für euch tun. Aber ich glaube, die sahen eigentlich ganz zufrieden aus. Es waren zufriedene Fahrgäste. Die haben sich, ja, die sind stets vergnügt. Und ob sie es auch stets vergnügt, freut sich auch, dass es mal wieder zum Einsatz kommt hier. Das mit der Ansagerei, das können wir tatsächlich auch bleiben lassen. Wenn hier keine Ansagen da sind, dass ich... Wir sind jetzt hier... Achso, wir sind sogar vor diesem Viechi. Dann gewähren wir dieses Viechdings da. Genau hier, da. Ja, wenn das eh nichts macht, dann... Uiuiui, da war jetzt aber auch gerade eine Bodenwelle drin. Ja, ist ja gut, dass ich zufällig langsamer gefahren bin. Hm? Ist ja nicht so, dass ich das nicht irgendwie geplant hätte oder so. Nein, ich hab's nicht geplant. Für die, die müssen es ja glauben, da braucht man nicht alles glauben. Nur weil der Typ auf YouTube das da sagt. Das ist generell so eine Sache irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt hierfür eine gute Idee ist, das hier zu erzählen oder mal für ein eventuelles irgendwann mal wieder kommendes Silvester-Talk-Runden-Viech-Dings. Und zwar eben das Thema, ich mache das jetzt ja schon über 3 Jahre. Heißt, so prinzipiell ist nicht so ein ganz alter Hase, aber... Ich mach das hier schon eine Weile. Ich mach den ja schon ein bisschen mit, den Zeug hier. Aber so gegen kleinere Veränderungen ist man doch immer recht anfällig, was das angeht, zum einen. Und zum anderen fühlst du dich, obwohl du das schon eine Weile lang machst, bist du manchen Dingen immer noch nicht so drin oder fühlst dich immer noch nicht so sicher, wie du es eigentlich hättest. Wie man es nach 3 Jahren eigentlich hätte erwarten können, nach irgendwie über 2000 Videos oder was ich da jetzt schon gemacht habe. Könnte man ja meinen, dass man da schon irgendwie so ein bisschen so drüber denkt, dass man, weiß ich nicht. Also ihr wisst jetzt auch gar nicht, was ich meine. Ging jetzt gerade so um diese Thematik mit Addons vorstellen im Allgemeinen. Ach cool, jetzt habe ich das Problem auch mal mit dem Bus, ist ja schick. Mit dieses Problem mit Addons vorstellen im Allgemeinen. Man ist jetzt ja, wenn man YouTuber ist, wie ich, der das schon ein bisschen länger macht und, sagen wir mal, jenseits der Grenze ist, wo man sagt, ich mache das für mich und meine 2 Freunde, ist man dann irgendwann mal in so einem Bereich, wo man nicht nur sich selber da irgendwie und seinen Zuschauern irgendwie ein bisschen was bieten kann, sondern wo man eben auch Plattform ist. Oh, das könnte aber eng werden hier. Sondern wo man eben auch mal Plattform für Entwickler, Publisher und Co. ist. Und das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Dass diese Rolle, die ist irgendwie immer noch nicht ganz so drin. So dass man irgendwie in manchen Stellen klar, natürlich Sachen zum Vorstellen bekommt in irgendeiner Form. Aber auch bei ein paar anderen Sachen irgendwie halt da so drüber nachdenkt. Weil im Prinzip, du bist ja... In dir drin bist du trotzdem noch du. Und das Du ist ja einfach nur der kleine Omsi-Spieler von früher, der einfach schon seit einer Weile lang hat Omsi gerne spielt, ne? Und dieses YouTuber, dieses Menschen erreichen, dieses Video produzieren, ist klar natürlich irgendwie ein Teil von einem, aber gerade, wenn man es auf diesen Bereich bezieht, was jetzt eben so Vorstellungen und sowas angeht, wo man ja, keine Ahnung, da dann irgendwie so Vertrauen zum einen halt entgegengesetzt bekommt und zum anderen halt auch, ja, die Sache halt, nicht dieses Vertrauen, sondern das, was halt noch drumrum ist, dass du das halt entgegengebracht bekommst,
obwohl du eigentlich, weiß ich nicht, klar, wahrscheinlich, du entwickelst dich halt irgendwie weiter. Das steht wahrscheinlich außer Frage. Sonst würde man nicht immer dort stehen, wo man jetzt steht. Allerdings ist man halt irgendwo halt trotzdem noch der normale Mensch dahinter. Ja, du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch und so. Nee, nicht auf der Ebene, sondern bist immer noch der normale Mensch dahinter, der sich halt eigentlich fragt, okay, ich mache jetzt so ein paar Videos in meiner Freizeit als Hobby, aus Spaß. Und komme damit irgendwie in Kreise, wo man marketingtechnisch für irgendwelche Menschen, Schrägstrich Unternehmen, Schrägstrich Institutionen interessant wird. So, das ist halt der Punkt. Und das irgendwie zu verstehen, damit umgehen zu können und vor allem daran nicht irgendwie kaputt zu gehen oder seinen Kanal kaputt zu machen, weil, naja, wenn ich dafür interessant bin, naja, dann nutze ich das vollkommen aus. Da gehe ich einmal rein, nehme alles mit, was ich habe und schlachte das so wie so eine Sau, ne? Ich schlachte das komplett aus. Für mich, für meine Reichweite, für mein Portemonnaie. Weiß nicht, das ist halt schwierig. Also zum einen die Seite, die nicht zu verfallen, um halt im Prinzip komplett professionell mit dieser Situation umzugehen. Man hat das ja irgendwo gelernt, das ist ja irgendwie alles so komplettes Learning by Doing einfach. Learning by Erfahrung. Yes, the great English skills are also represented on this channel. But I don't know how to weiterführen das, ne? Und das wird im Englischen auch nicht mehr ernst gemeint. Also, das ist manchmal einfach so ein bisschen so ein Stilmittel. Nee, aber im Prinzip, ja Leute, das braucht ihr aber nicht beschweren. Ihr könnt sich von mir jetzt gerne beschweren. Nee, aber dieses damit umgehen, vor allem auch dieses selber persönliche, okay, ich erlebe das jetzt und was, Tag Kollege, was unterscheidet mich jetzt eigentlich von anderen Menschen, bis auf einen Kanal mit einer gewissen Reichweite? Unterscheidet mich ja im Prinzip nicht viel von irgendwie von einem normalen anderen Omsi-Spieler, der jetzt ja nie irgendwie so eine Art Möglichkeit bekommen würde. Das ist so ein Thema, was mich irgendwie in den letzten, eigentlich nur in den letzten Stunden, ich würde gerne sagen in den letzten Tagen und Wochen, aber eigentlich hat mich das nur in den letzten Stunden beschäftigt. Von dem her ist dem jetzt kein allzu großer Stellenwert zuzuordnen, allerdings fand ich das mal ganz interessant. Ich meine, du redest hier auch nicht nur über Themen, um sie irgendwie jemandem zu erzählen, qua das natürlich auch. Aber zum anderen irgendwie mal selber sich Gedanken drüber zu machen, indem man einfach mal drüber redet, das hilft teilweise echt ordentlich weiter. Ja, du hast auch kleine Münzen, ey.